Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Und mir, dem Faelord. Und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben bei Flowey. Und er sagt, howdy, it's me, Flowey. Flowey the flower. Wow. I owe you a huge thanks. You really did a number on that old fool. Without you, I never could have gotten past him. But now, you, with your help, he's dead. And I've got the human souls. Oh, Verzeihung, aber das ist ja erschütternd. Boy, I've been empty for so long. It feels great to have a soul inside me again. I can feel them ringing. Aw, you're feeling left out, aren't you? Well, that's just perfect. After all, I only have 6 souls. I still need 1 more. Before I become a god. And then, with my newfound powers. Monsters. Humans. Everyone! I'll show them all the real meaning of this world. Das ist das Ding aus dem DJ D'Agostino Musikvideo. Ja! Bang, Ja. Witzig. Holy shit. Oh, and forget about escaping to your old save file. It's gone forever. Das ist ziemlich gemein. But don't worry. Your old friend Flowey has worked out a replacement for you. I save over your own death. So you can watch me tear you to bloody pieces. Over and over and over. What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot. Yeah. Run into the friendliest palace. Wow, full so. Oh, ey. Ich glaube, davon habe ich schon mal ein Bild gesehen. Das ist sehr verstörend. Ja. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Miss Flowey TV! What the fuck? Das passt so gar nicht in alles. Das ist so irre. Aber auch ein bisschen. Ich hab's. Jesus. Da stand File 3 saved. Okay. Und oh mein Gott! Peter Fox? Toby Fox? Meine ich ja. Hab ich Peter Fox jetzt aber auch gesagt? Wahrscheinlich. Naja, ihr wisst, was ich meine. Fight und du machst einen Schaden! So, ja, das war dein Versuch. Spiel ist gelöscht. Fang von vorne an. This is all just a bad dream. Vermutlich ist es das. And you're never waking up. Oh mein Gott. Was ist das eigentlich für ein Trip jetzt? Können wir mal ein bisschen... Oh mein Gott. Ja. Okay. Did you really think I was gonna be satisfied? Killing you only one time? Oh, cool. Oh Gott, insane. Nun, naja. Gucken wir erstmal, wo es uns hinführt. Und wenn wir nicht wissen, wie wir hier weiterkommen, dann googeln wir mal. Ich hoffe nicht, dass wir ihn wirklich irgendwie 1000 Mal angreifen müssen, damit wir hier durchkommen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht musst du einfach in sein Maul rein. Hab ich auch schon überlegt. Hm. Oh. Als ob. Vielleicht muss man einfach determined bleiben. Ich bin determined. Vielleicht muss man mehr determined bleiben. Nacken. Nee, in sein Maul ist nicht die Lösung. Okay. Naja. Da kann man halt einfach nichts machen. Das ist... This is all just a bad dream. And you're never waking up from it. Oh, das kommt jetzt jedes Mal. Das ist natürlich... Ja. Also, noch einmal. Komm.
Pathetic! Now you're really gonna die! Das ist vielleicht das ist was ganz anderes, Neues. Nie vorher da gewesen ist. Vermutlich, ja. Spektakulär, famoses. Holy moly, also damit habe ich auch so wenig gerechnet. Ich habe das Bild immer gesehen und ich dachte mir so, die Leute haben einfach nur irgendeinen Quatsch gemacht, irgendwie aus Flowey quasi oder so. Also das Vieh habe ich schon mal gesehen, aber ich habe nicht wirklich gedacht, dass das in dem Spiel drin ist, aber okay. Ja, ist schon ein merkwürdiges Ding. Okay, was passiert zuerst? Das. Willst du eine detaillierte Auflistung oh Gott, haben? Oh Gott, oder? Da oben, das Gesicht ja, im Fernseher das, ist auch so. Da habe ich gefragt, ob das der Peter Fox ist, der Toby Fox heißt. Ich glaub, du kannst dem Feuer nicht ausweichen. Du kannst nichts hier ausweichen. Ich bin mir sicher, nee. Du musst einfach determined bleiben und das Ganze durchstehen. Oh mein Gott. Weil jetzt kommt bestimmt nochmal ein toller neuer Text. Und er hat bestimmt 10. Es kommt nicht mal Text. Ach so. Doch, jetzt. Do you even realize what will happen if you defeat me? Ne, wie denn? Oh, deswegen geht es jetzt schneller. Ist doch auch schön. Ja. Das ist der Hoffen. Naja, ich würde dann seine Seele in mir aufnehmen, die gerade zu so einer Gottseele geworden ist. Ja. Und das in Kombination, damit würde ich das mächtigste Wesen überhaupt werden. Das ist ja wie ein Ghost Rider. Das alles zerstören kann. Glaube ich. Ich glaube, Ghost Rider war ein bisschen anders, aber ja. Ja, naja. Mit einem Ghost Rider. Mit Ian McGregor. Der sich auf einer spannenden Reise wiederfand. Ah, meine Güte. Der Angriff wird immer schlimmer. Ja. Ich glaube, du hast beabsichtigt keine Chance. Das kann sehr gut sein, ja. Dass man einfach wirklich dabei bleiben muss. Oder man darf ihn gar nicht angreifen. Dass das Problem ist, was ich immer, also der Fehler, den ich immer mache. Dass ich ihn gar nicht angreifen soll. Kann ich dir nicht sagen. Weil das ist ja nicht pazifistisch. Und ich mache das gerade die ganze Zeit. Aber. Und dementsprechend mache ich jetzt gerade gar nicht. Don't you get it? There's no such thing as happy endings. This is all that's left. Ja, dann bleib doch einfach mal stillstehen. Dass ich einfach mal True Pacifist einfach mache. Einfach die Arme verschränken. Alles klar. Und abnicken. Yeah. Yeah. Jetzt müsst ihr da uns sehen, wie zwei krasse Gangster-Rapper. Ich ziehe auch meine Kapuze an, so wie der Captain. Dann sind wir hier die krassen Gangster-Rapper. Die Bitch-Ass-Motherfuckers are back, yo. Yeah, yeah. 7 Jahre nach ihrem Debüt, nach ihrer Debüt-Single. Oh Gott. Wow. Kranker Scheiß, das ist. Aber richtig. Alter. Vielleicht ist auch irgendwo was versteckt. Nee, es sieht nicht danach aus. Ja. Also, ich habe gerade schon alles mir mal ganz im Detail angeguckt von dem Vieh. Ich würde nichts sehen. Are you really that desperate? Oh, okay. Ich meine. Ich hoffe nicht, dass für den True Pacifist Run man da nicht angreifen darf und jetzt ich das total verkackt habe, weil ich 3-mal angegriffen habe und jeweils 1 Schaden gemacht habe. Das bezweifle ich stark. Das wäre voll für den Arsch. Weil wir mussten ja auch Asgore angreifen. Ich versuche mal mit dem Herz ganz nach oben zu ihm zu gehen. Ja, geh mal in den Dass rein. Er quasi mit seinen Angriffen sich selbst trifft. Du kannst einfach so lange nach oben gehen, bis du aus dem Bildschirm raus. Leider nicht. Nee. Ja, da kommt man nicht weiter. Er wird auch nicht getroffen oder so. Nee. Tja, ist schwer zu Rain sagen. Rain on me! Rain on me, when you're not strong. Der Hund kommt uns gleich zur Hilfe. Oder Sans. Irgendwer hilft uns gleich. Ja. Toril, are you letting me kill you? On purpose? Sicko! Wir machen es einfach so lange, bis er da keinen Bock mehr darauf hat. Hä? Ja. Ja, dann ist das halt, das hat er sich bestimmt so gedacht. Das ist das einfachste Let's Play seit Goose Game, wo ich gar nichts gemacht habe. Naja, du hast schon... Na, ich habe dir Hinweise gegeben, die du fortwährend ignoriert hast. Naja, deine komischen Hinweise, die kein Mensch verstehen kann, der nicht zuhört. Ja, ja, eben. Da steht auch jedes Mal File saved, also... Ja. Es ist ulkig. Boom, boom. Also ich weiß nicht, wir machen das jetzt noch 2-3 Mal und dann google ich mal, was eigentlich ja, zu tun ist. Ja, wahrscheinlich ist das das Beste. Honestly, fighting you is pretty fun. Aha. So even if you are a sicko, it'll take it. I'll take it.
Aha, das klingt doch aber schon so ein bisschen so in die Richtung. Ja. Ich muss mich selbst davon überzeugen, dass... dass das nichts bringt. Quasi, ja. Ich wünsche nur das Intro, wenn ich mal so lang... Ja. Im Kampf. Weil ich meine, mittlerweile wissen wir ja, wie Flowey aussieht. Ja. Flowey TV. Complete with Nightmare. Wow. Also wenn ich das als junges Kind gesehen hätte in einem Spiel, ich hätte mich so verjagt. Ich hätte das Spiel instant ausgemacht, glaube ich. Also wirklich, das ist Nightmare-Inducing. Das ist traumatisierend, das Ding. Also in meiner Sicht jedenfalls. Ja. Ich werde vermutlich heutzutage nicht mehr traumatisiert sein, aber als Kind, glaube ich, ja. Ich glaube auch, also sagen wir mal, der Raum ist voll dunkel. Maybe you're wondering if I ever get tired of winning. Wanna see my answer? Ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo alles rot-schwarz blinkt, ja, bist du als Kind dermaßen... Und also, ich meine, ich hatte als Kind Angst vor dem Sonic Unterwassertod. Vor dem Drowning. Ja, ja. Einfach, wenn dieser Timer anging, dieses Din-Din-Din-Din-Din, habe ich schon Schiss bekommen. Das war immer, ich wollte Sonic nicht sterben sehen. Ja. Ich hatte Angst vor Blanka aus Street Fighter. Warum? Ey, jetzt diss mich mal hier nicht. Das war kein Diss, das war die Frage, warum? Was an ihm hat dich denn... Der ist so gruselig, der ist grün, mit komischen Haare, hockt sich auf den Boden, macht... Der Grinch. Den Grinch, den kannte ich erst, als ich 14 war. Aber ja. Blanka ist unheimlich. Don't you have anything better to do? Ja doch, deswegen mach hinne. Dun, dun, dun. Soll ich mal nachgucken? Ich denke, man muss aussitzen, aber ja, mal gucken mal nach. Warum da wurde mir schön erst ein Advent geschrieben. Ich habe den Timer nicht mal gestartet für die Folge. Ja, warum auch? Eigentlich müsste es die letzte Folge sein. Die sollte so lang gehen, wie sie geht. Aber naja, anscheinend, ich weiß nicht. Das ist das Ganze, ich weiß gar nicht, wie spannend das ist. Ja, eben, das glaube ich. Wenn das jetzt wirklich das Ziel ist, Leuten immer zuzugucken, ist das so spannend für die Fans von Undertale, die sich quasi sehr viele Let's Plays dazu angucken. Ja. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber ihr müsst ja ständig. Du lachst schon so. Der Name für den Boss in der Seite, die ich mir gerade angeguckt habe. Photoshop Flowey Boss Fight. Ja, okay, das kommt hin. Don't you have anything better to do? Okay, jetzt wiederholt er sich. Oh, scheiße. This fight is very different to any you faced before. There is no box constraining you. The fight isn't turn-based. And to start with, you have no buttons along the bottom of the screen. The fight button will show up occasionally. And you need to hit it quickly when it appears. Flowey's attack cycle between an all-out assault and a short battle against one of the six souls. Dying at any point will cause the game to quit, but at the end of each cycle you'll hit a checkpoint. Aha. So if you die, you can at least resume the battle where you left off. Okay, aber das ist ein Battle. Ja. Okay. During his all-out phase, the most important thing is to keep moving as long as you don't stop, you won't die. You'll just get taken down to 1 HP. Oh, okay. Moment, was? Ja, anscheinend kannst du nicht sterben, solange du dich bewegst. Aber interessant. Gut zu wissen. Da hätten wir ja ewig, also so wie wir es jetzt quasi machen, ewig daran hängen. The bouncy spiky balls are fairly easy to dodge. Das sind die, die mich immer töten. Genau wie dich. Move to the bottom of the screen and follow the gaps as they bounce around. Okay, klar, sicher. Kein Problem. Machen wir alles. Aber hier steht, during all of... his all-out phase, was das ist, the most important thing is to do is keep moving. As long as you don't stop, you won't die. You'll get taken down to 1 HP. Stimmt nicht. Das hat bei uns noch nicht einmal funktioniert. Irgendwie nach oben war das. Ja, as high as possible. Das ist wohl die All-Out-Attack, nehme ich mal stark an. Nee, die Phase, wo er die ganze Zeit angreift, ist ein All-Out. Den Beam haben wir aber auch noch nicht gesehen. Nee, das ist mir jetzt auch neu. Warning. Da ist eine! Okay, was mache ich jetzt? Irgendwann muss hier ein Act-Dings kommen.
Rechts! Rechts oben. Act. You called for help. Ja. Und jetzt müsste alles zu Healing-Items werden. Nein, was tust du? Bleib doch in der Lücke. Ja, ich dachte, sie wären schon zu Healing-Items. Okay. Nee, grün ist Healing. Ja, ist mir egal. Was denn? Flowey Bombs. Oh mein Gott. Flowey Nuke. Was? Darf ich fighten überhaupt? Ich hab noch nicht verstanden. Ja. Okay. Photoshop Flowey. Oh mein Gott. Warning? Ja. Oh mein Gott, jetzt musst du nur noch das danach jetzt überleben. Oh Gott. Oh Gott, Ikea-Hände. Hau ab. Das ist, glaube ich, das Gucci-Zeichen. Gucci-Gang? Ja. You called for help. Ja. Oh, das war knapp. Oh! Ist, glaube ich, egal, okay. Solange ich mich bewege. Das ist ein Daumen. Oh nein! Oh, mies. Ja. File too saved, okay. File too loaded. Ist, das fangen jetzt ja hier wieder an quasi. File too loaded. Weil ich gerade gestorben wäre. Interessant. Loaded. Nee, der setzt sich immer wieder zurück. Der macht einfach Quatsch mit dir. Der macht Safe States. Um unfair zu sein. So ein mieser. Wer hätte gedacht, dir den Controller zu geben, macht, dass das funktioniert. Ja. Oh Gott, das ist mein Albtraum. Fucking Shoe People. Aber ja, bewegen. Act. Nice. Call for help. Noch nicht. Egal was soll's. Hauptsache gewinnen. Yeah. Oh nein, hier ist eine Box im Weg. Oh. Nein! Egal, wir haben irgendwo einen Checkpoint jetzt. Ich bin mir dabei nicht sicher, Das hat, hast du vorgelesen gehabt. Don't you have anything better to do? Oh, das Rot und sowas alles kam jetzt nicht. Diese. Ja, das heißt, der Checkpoint ist gesetzt. Ja, definitiv. Ja. From my nightmares. Das ist ja nicht zu fassen. Complete with nightmare. Die Nachtmeere. Was sind Renner mit Nanten? Du machst mittlerweile 15 Schaden. Oh mein Gott. Das ist, als wenn wirklich einer einfach mal über Photoshop gekotzt hat. Ja. Ja, Du darfst auch nochmal machen. Als wenn ich das jetzt schaffen würde, wenn das du ist das jetzt aber es ist eigentlich ist das dein Playthrough gerade. Ja, wir sind wahrscheinlich schon längst in deiner Folge. Also ja, wir sind wahrscheinlich in meiner Folge schon wieder raus. Okay. Bäh. Not the bees! Ai. 16 Schaden. War das nicht 15? Ich hab 16 gelesen, aber ich kann mich auch verlesen haben. Die 5 und die 6 liegen nah beieinander. Das sind Blümchen an den Fingerenden. Ja. Wenn das Finger sind und keine Beine oder Würstchen. Nee, das waren Hände, bin ich der Meinung. Ja. Also aber irgendwer speichert für uns hier zwischen. Das finde ich schon mal ganz gut. So. Das heißt, du hast jetzt schon 3 Seelen quasi. Ja, 3 Seelen, ja. Wir brauchen noch 3 weitere. Ich schätze mal, es geht. Ich habe nicht gelesen, wie lange das geht, sondern nur, wie wir hier weiterkommen quasi. Also ich habe uns nicht schon gespoilert quasi, was dann passiert. Ich meine, wir haben schon ziemlich viel gespoilert, ehrlich gesagt. Ja, klar. 16. Aber ganz ehrlich, den Kampf hätte ich sonst so nicht erwartet. Also nee. Da musst du aber auch, also da musst du ja rumprobieren bis zum Get-No. Jetzt kommt das nächste, pass auf. Da sitzt du bestimmt eine Weile dran, bis du das alles ausgefigert hast. Ja. Dass du dich nicht getroffen wirst und so. Das sind ja hier ein paar Schlagworte. Ja, aber die Sache ist, wo kommt jetzt der Act-Button? Oben bestimmt, aber dann kommt er unten. You called for help. Wow. Hatred, Terror, Belief, Success, Dreams, Kindness. Wow. Insert, Katamari.
Afraid, Charm, Khan! Ah. Oh, okay, das ging, sind oh. Die 5. Mensch, super. Das ging gut. Ja, ja. Da fliegen mir gerade die Popel aus der Nase. Fun. Fun, Feuer. Feuer, Fun. Funberg. This is not fun. Haha. Funberg, Feuerflammen. Wie ist der König der Flammen? The Lord of Hellfire? The Lord of Hellfire. And he gives you fire. Fire. Oh, Augen. Spiegelei. Ach so. Ich meine, das sind Augen. Aber neben das seine. Spiegelei. So, speichern, speichern, speichern. Es kam noch kein irgendwie Dingens saved, also. Au! Tja. Not the beast! Das nicht fliegen? Oh Gott. Da ist schon die Nummer 6. Alles gut. Es ist trotzdem... Oh Gott. Uiuiui. Kommt dir plötzlich so eine fesche Musik? Akt! Ja. You called for help. Boom, 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 boom. Boah, wenn du jetzt gestorben wärst, ey. Oh. Ja, ja. Oh. Da hätte ich wahrscheinlich einfach stehen bleiben sollen oder so. Ja, vielleicht. Oh, ja. Oh, oh. Stimmt, wir haben ja erst 6 andere Seelen. Ja. Oh mein Gott. Jetzt werden wir die Regenbogen-Superseele, pass auf. Wow. Hope. Hope. Keiner Success hat Determination für uns. Flowey's Defense is dropped to 0. Wow, okay, der nächste Fight tötet ihn. Bestimmt. Naja, nicht ganz, aber es reicht. Oh. Oh. Wow, und der droppt Lebensenergie, wenn er lustig ist. Oh. Man muss das hier natürlich nur überleben. Ja, das ist auch gleich das Schlimmste von allen. Diese gottverdammten Dinger. Ein paar mehr Healing-Items wären cool. 206. Ob das an diesem Punkt noch abhängig davon ist, wie viel Schaden man macht, also für welches Level man hat und welche Waffe ausgerüstet, oder ob das hier... Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, hier schon alles komplett. Einfach alles unwichtig gewesen, was man gemacht hat vorher. Okay. Oh! Oh Gott! Oh Gott, die Würstchen fliegen! Oh nein! Da fliegt der Korken aus der Flasche, die Bowl explodiert. Wir tanzen Bolognese, die Parkbank wird rasiert. Okay. Die Parkbank wird rasiert? Wie heißt das nochmal? Das Orchester Ungelenk. Ja. Die machen so, die haben so Quatsch. Ja, die machen so Songs. Quatschmusik, okay. Genau. Und in einem Song ist das. Kommt das so vor. Musik für Quatsch zu verbrauchen, missbrauchen. Das ist ja nur ein. Also, man darf beim Musik machen keinen Spaß haben. Nein! Das ist alles nur Nein. Tod, Angst, Depression, Khan! Nein! Nein! Das ist gar nicht so simpel. Okay. Okay, wo wurde. Don't you have anything better to do? Na, am Ende bestimmt. Ich hoffe es. Nach jeder Seele wird gecheckt. So habe ich es verstanden. So hat das der Mann im Internet beschrieben. Sieht aus wie der Mann vom Internet. Also, ne? Sieht aus wie das, was er gemeint hat. Das sieht aus wie der Mann vom Internet. So sieht der den Walkthrough geschrieben hat, aus. Ne, eines Tages, wenn sich David Zuckerberg das Gesicht vom Kopf reißt. Wie ist denn der? Mark Zuckerberg? Ja. Mark Zuckerberg! Ich dachte an Dave Zucker von den Zuckerbrüdern. Ja, das kannst du mir erzählen, wie du willst. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich sprach von David Zucker! Der Mann von den Zuckerbrüdern! Kann ich es dir noch ganz anders erzählen oder reicht dir das? Na, wer ist das? Der hat zum Beispiel die nackte Kanone gemacht. Ah, okay, das ist also ein, hier. Ja, jemand, der Filme für lustige Sachen missbraucht. Das ist auch verboten! Skittles auch verboten! Ah. Ja, hier, die Augen. Oh, meine Güte, Napalm. Napalme, weil er ist eine Pflanze. Napalma de Mallorca. Ah. wie heißt das, wo das Feuer rauskommt? Feuerwerk? Ja, ja.
Naja. Du meinst einen Flamethrower. F ist hohe Effort. Ist schon okay. Ja, danke, Flammenwerfer. Genau. Ist jetzt, gibt's eine Blume mit Flamme? Eine Blume, die Feuer spuckt? Eine Blume, die... Blaui? Das ist Mario. Nee, er kann durch die Blume Feuer spucken. Nee, er spuckt auch kein Feuer. Er werfen. Er ist quasi der Flammenwerfer. Warte, ich bitte dich, gibt da wohl Blumen, Mario, die Feuer spucken? Ja, stimmt. Die kommen aus Röhren raus. Nein! Warum stirbst du so denn? Knapp. Es war so knapp, willst du? Ja, ich mach das jetzt. Ich will ganz ja, sein. Vermutlich. Ja. So wie Bowser in Sunshine, den du vorher nie geschafft hast. Das ist, weil ich morgens aufstehe und Erfolg trinke. Und den Swag aufdrehe. Jawohl, ich habe Gamer Girl Wasser bestellt. Steig aus dem Bett, dreh den Swag auf. Wow! Schau kurz in den Spiegel, sag Wasser. Swag my bitch up. Damn! Wow! Oh! Smack my flower up. Smack flowy up. Du kriegst aber auch irgendwie mehr Healing-Items, habe ich gesehen. Ja, weil ich so süß und knuddelig bin. Ja, das ist sowieso. Ja. Also das Ganze, ich sag mal, das ganze Ding raubt mir hier schon ein bisschen die Nerven. Ja, mir auch. Das ist aber, glaube ich, jedes Mal so, wenn wir aufnehmen und am Ende von irgendwas sind. So ein bisschen, ja. Naja, das habe ich auch während Bloodborne gesagt. Ich habe sowieso so diese Eigenheit an mir. Wenn ich kurz vorm Ende eines Spiels bin, bin ich mega aufgeregt. Warum auch immer, aber es ist egal welches Spiel, es ist immer so. Selbst wenn wir Uno spielen. Und er weiß, er kann zumachen. Sieht man ihn das sofort an? Das ist sein Tell. Das erkennt man, wenn ich ihn so mache. Genau. Deswegen, ich bin ganz schlecht im Poker. Oder wenn ich den Royal Flush habe, dann so. Es geht ja 5 Minuten, so wie ich nur einatme. Ich bin so aufs Dreifache meiner Größe angeschwollen. Ich seh die und dann puste ich mit einmal alle Karten weg und dann ist das Spiel eh vorbei. Hopp, hopp! Och, keine Hoffnung für mich. Hoffnung ist vorbei. Ja, Hoffnung ist vorbei, du Spasti. Hilf mir, Obi-Wan, du bist meine Einzige. No! No! It's gone! Oh, da war bei Agents of S.H.I.E.L.D. auch so eine richtig gute Anspielung darauf. Auf Star Wars? Ja. Auf genau diese Szene. Das dürfen die gar nicht. Na doch, es gehört Disney. War Dings mit dabei? Oh. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, ob das gehört Disney. Die dürfen das. No! No! This can't be happening! You! Oh, jetzt kommt er mit seinem scheiß Meme-Face. You idiot! What the fuck? Ich hab nicht aufgepasst. Files reloaded. Ah, ja, es kommt natürlich jetzt. Ach so, ja. Ist egal, was ich jetzt mache. Ich kann gar nichts machen. Fetter Swag. File 6 saved. Okay, das ist jetzt mal in Prison. Did you really think you could defeat me? I am the god of this world. And you. You're hopeless! Hopeless and alone. Golly, that's right. You're worthless, friends. Can't save you now. Call for help, I dare you. Help. Cry to the darkness. Mommy, daddy, somebody help. See what good it does you. Du bist der Wahnsinnig. Act. You call for help. Huh? Oh. But nobody came! Boy, what a shame. Nobody else is gonna get you see. Gonna get to see you die! Oi. Ich hab mich einfach dem Wahnsinn von Flowey angepasst. Huch. Jetzt guckt er aber. What? Tell me to the rescue. How do you? Well, I'll just. Load file? Oh, load fail. Load failed. Load failing. Where are my powers? Shit. The souls! What are they doing? Oh my God! No! You can't do this! You're supposed to be a baby! Stop! Stop it! Stop! Was für ein Trip? Sorry. Boah.
Oh. Hm. Mercy würde ich mal brauchen. Ja. Hat er eigentlich nicht, aber was soll's, kommt. Ja. What are you doing? Do you really think I've learned anything from this? No. Mercy. Das ist wie bei Ursula unten, diese Grabber-Dinger. Ja. Und Ariel. Habt ihr geguckt? Stimmt. Ariel Balua. Sparing me won't change anything. Killing me is the only way to end this. No Nein. fucking way. If you let me live, I'll come back. I'll come back. I'll kill you. Ja, mach doch. I kill everyone. Ja, sind die eh schon alle tot. I kill everyone you love. Ja, das sind ja auch nur so drei Typen. Ist okay. Why? Wäre witzig, wenn sie jetzt die beiden vertauschen würden. Why are you being so nice to me? I can't understand. I can't understand. I just can't understand. Flowey ran away. Wow, super effektiv. Und damit sind wir zurück am Anfang. Wow. Da, wo alles begann. Wow. Moment, hat das Spiel jetzt so von vorne angefangen oder kannst du jetzt nach unten laufen? Ich will hier unten laufen, das ist auch nichts. Okay. Wow. Ist das nicht die Pforte nach draußen quasi? Ach ja, stimmt, das ist ja nur gespiegelt quasi. Ja. Undertale! Undertale! Wow. Undertale. Bei Toby Fox. Ja, danke dafür, Toby Fox. Tammy Chang! Tammy Chang! Tammy hat alles gemacht. Ich dachte, er hat das allein gemacht. War ich eigentlich auch der Meinung, der voll viel Hilfe gehabt. Verstanden hatte. Extra Art in Testing. Washua Everdred. Ah, okay, interessant. Also doch nicht. Photoshop-Fleisch nur von ihm. Gerade ganz oben. Ha. Ja, ist ja irrsinnig. Kleid Tomato Mandolin. War das. Haben wir jetzt das richtige Ending gehabt, oder? Ich weiß es nicht. Du fragst ja gerade. Jemanden, der das genauso ratlos ist wie du. Also wenn das jetzt wirklich einfach nur, man geht da durch und dann ist einfach Ende, dann ist komisch. Also wenn jetzt nicht noch ein Ending-Cutscene kommt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Ending-Cutscene gleichzeitig... Ah, jetzt hier. Ring. Hey, yo. Is anyone there? Well, I'll just leave a message. So, it's been a while. The queen returned and is now ruling over the underground. She's instated a new policy. All the humans who fall here will be treated not as enemies, but as friends. It's probably for the best anyway. The human souls the king gathered seem to have disappeared. So, that plan ain't happening anytime soon. But even though people are heartbroken over the king, and things are looking grim for our freedom, the queen's trying her best not to let us give up hope. So, hey, if we're not giving up down here, don't give up whatever you are, okay? Nee, wherever you are. Wherever. Nicht, wherever, nicht whatever. Wie in dem Lied von Shakira. Ich habe überlegt, ob ich weiter singe. Aber auf den Song, aber dann ist mir das erste Wort entfallen und es war so. We're meant to be together. Genau. Okay, danke. Ja. Who knows how long it will take. But we will get out of here. Sans, who are you talking to? Oh, nobody. What? Nobody? Can I talk to them too? Here, knock yourself out. Wait a second. I recognize this number. Attention, human. I, the Great Papyrus, am now captain of the Royal Guard. Ah, cool. It's everything I've ever dreamed of.
Except, instead of fighting, we just water flowers. So that's ever so slightly different. And we're helping Dr. Alphys with her research. She's gonna find a way to get us out of here. And that is helping her too. Though, to be honest, her method of helping seems kind of explosion-inducing. But I think Alphys likes having her around. Hey, what are you up to, punk? Nyah! Please don't nuke the phone! Hey, who's in charge here? Me? Oh, yeah, that's right! I quit my job as leader of the Royal Guard. Actually, since we won't be fighting anymore, the Royal Guard totally disbanded. There's only one member now. But he's extremely good! Yeah, he is! Come here! Please don't noogie the skeleton! Was ist denn ein Noogie? Irgendwie umarmen oder so. Achso. Anyways, now I'm working as Alphys' lab assistant. Viele S's, ne? We are gonna find a way out of this dump once and for all. Oh, and yeah. And I'm a gym teacher at the Queen's new school. Did you know I can bench press 7 children? Awesome, right? Hey. I'm sorry about what happened with Asgore. You were just doing what you had to. It's not your fault, he... darn it. I miss the big guy. Come on, Undyne. Snap out of it. I guess I'll tell you how Alphys is doing. Well, she's the same as ever. Maybe a little more reclusive than normal. Seems like something's really bothering her. Naja, wir haben ihren Roboter gekillt. But she can get through it. I'm there supporting her. That's what friends are for, right? Hey, wherever you are. I hope it's better than here. It took a lot of sacrifice for you to get there. So, wherever you are, you have to try to be happy, okay? For our sake. We'll feel better knowing your trouble was worth it. We are all with you. Everyone is. Even the Queen. Huh. Hey, wait a second! Toriel, do you wanna... Heh, she says she's busy. But if she knew who we were talking to... We wouldn't get the phone back for at least a few hours. We have the mercy to spare you from her. But call back anytime, okay? She'd love to talk. Oh, whoops. This thing's almost out of batteries. So, hate to cut this short, but... Be seeing you, okay, buddy? Bye-bye for now! See ya, punk! Klick. Ah. Bin so froh, aber dass Undyne jetzt am meisten geredet hat, ne? Yeah. Oh Gott, Flowey, das war klar. Why? Why did you let me go? Don't you realize that being nice just makes you get hurt? Look at yourself. You made all these great friends. But now, you will probably never see them again. Not to mention how much they've been set back by you. Hurts, doesn't it? If you had just gone through without caring about anyone, you wouldn't have to feel bad now. So I don't get it. If you really did everything the right way, why did things still end up like this? Why? Is life really that unfair? Es scheint alles besser zu laufen. Also, Menschen werden besser behandelt. Papyrus ist endlich Royal Guard. Ja. Undyne ist nicht mehr, gehört nicht mehr zu Royal Guard, aber man braucht sie auch eigentlich nicht mehr und ist jetzt Gym Teacher und das scheint ihr ja zu gefallen. Ja. Das ist wahrscheinlich besser, als irgendwie Kochunterricht zu geben. Und ja, Toriel hat wieder so ein bisschen offenbar ihren Willen, irgendwas zu tun, irgendwie zurück. Also, es war ja wirklich irgendwie. Sie hat sich so reingehängt, irgendwie, um sich um Kinder zu kümmern. Und jetzt kümmert sie sich halt vernünftig um Freunde, also Kinder, die runterkommen. Und die werden dann als Freunde behandelt. Offenbar sind ja schon 7 Kinder schon wieder in den Brunnen gefallen. Was auch immer das für ein komisches Loch ist, dass die Kinder da ständig reinfallen. Say,
What have I told you? I knew some way to get you a better ending. You will have to load your save file and... Well, in the meantime, why don't you go see Dr. Alphys? It seems like you could have been better friends. Who knows? Maybe she's got the key to your happiness. See you soon. Oh, haben wir irgendwas übersehen? Aber da war ja nichts. Nee, wir sind ja sogar zurückgegangen. Ja. Wow. Und nun sind wir... Das ist ja, ich glaube, jetzt ist das ist das Ende des Spiels, glaube ich. Ja. Drück mal. Ja. Ja. Annette. Wow, jetzt sind wir also hier. Wow, da haben wir die Statistik. Ja. Kurz vor dem Kampf anscheinend. Ja. Ja, Mensch, wow, wir haben jetzt also anderthalbig gespielt. Ja, nicht mal einen Abspann, um drüber zu quatschen. Nee, der kam ja schon. Ja, aber was willst du machen? Okay, also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, ist schon nicht schlecht. Ja, hätte ich halt irgendwie, ich weiß nicht, damals habe ich halt immer nur so Screenshots und sowas gesehen und irgendwie hat mich das Spiel da nicht so richtig angesprochen, obwohl mir sehr viele Leute gesagt haben, auch in Streams und sowas alles, es ist ein richtig gutes Spiel. Spiel es. Und dann habe ich es mir einfach auch ewig nicht geholt und eigentlich haben wir ja vor über einem Jahr, also knapp über einem Jahr versucht, das schon mal aufzunehmen und sowas alles. Aber hätte ich es wahrscheinlich damals mitgenommen und wäre auf den Hype-Train aufgesprungen, wäre heute vielleicht einiges irgendwie unterschiedlich. Aber es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ja, ich hätte es mit niemand anderen sonst spielen wollen als mit dir. Danke. Und auch irgendwie Dito. Alleine, danke. Ich weiß auch nicht, alleine spielen würde sich auch komisch anfühlen, aber ich möchte auch gerne die anderen Endings haben. Wir wurden ja auch gefragt, machen wir noch die anderen Endings? Das ist halt die Sache, für andere Endings muss man ja auch das komplette Spiel nochmal spielen. Also ja, ich glaube, wir könnten noch jetzt doch ein... falls das nicht das neutrale Ending war, neutrales Ending holen, indem wir Flowey killen oder den König wirklich killen. Hm. Also ich glaube, das wären noch so Optionen für uns, die wir jetzt noch machen könnten. Also ja, den König halt killen und dann... Vielleicht war das ja das neutrale Ending. Oder wir hatten jetzt das neutrale Ending, weiß ich nicht genau. Also wir haben aber versucht, jetzt alles so pazifistisch wie möglich zu machen. Und dann kam jetzt aber am Ende noch irgendwie was mit Alphys und... Aber wir haben ja nochmal im Lab geguckt und wir sind ja, glaube ich, soweit alles durchgegangen auch dort, um zu gucken, was da jetzt... Ja, da war ja nichts mehr. Nee, eben. Vielleicht war es irgendwo anders, aber ich wüsste nicht, wo. Also, ja, vielleicht war das auch jetzt nicht das True Pacifist Ending, wer weiß. Aber es war ein Ende. Aber es war ein Ende, genau. Also, wir werden jetzt nicht, also wir wurden schon gefragt, wie gesagt, ob wir andere Endings machen. Definitiv jetzt nicht direkt am Anschluss. Ich habe schon überlegt, ob ich halt einfach die anderen Endings dann halt mal, ob ich dann Undertale streame und das da einfach mache. Hm. Also unter anderem den Genocide Run, also alles killen, was einem irgendwie vor die Flinte kommt. Weiß ich aber noch nicht. Ob und wann, wie so gesagt. Also, oder ob wir dann wirklich uns das aufsparen und dann noch ein Let's Play draus machen. Das haben wir noch nicht richtig diskutiert. Nee, das wird auch... Und das würde, wenn denn, auch noch eine Weile dauern, ehe wir das machen. Weil wir haben jetzt noch einen Plan von... 5 anderen Projekten, die erstmal kommen. Hm. Also das wird wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres noch dauern, falls oder beziehungsweise wenn jetzt schon 2021 ist. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir im Endeffekt mit Undertale haben. Bestimmt mehr als einen Monat. Ich glaube, ja, ich glaube, es wird knapp Januar sein. Frohes neues Jahr. Und ja, also mit Projekten sind wir erstmal eingedeckt. Dementsprechend wird Undertale jetzt nicht im Anschluss weitergehen, sondern es kommen andere Projekte. Und welche Projekte es kommen, das werden wir dann in der Zukunft sehen, nehme ich an. Vermutlich, ja. Ja. Ich schau mal kurz auf mein Android-Telefon. Ja. Ja. Ich hab nur geguckt, wie spät ist es. Ja, genau. Ja, ich wollte auch gucken, wie spät es ist, weil ich bei dir jetzt nicht gesehen habe. Ja. Ja. Ich zeig mein Android-Telefon halt nicht so gerne anderen Leuten. Ist gut. Aber an der Stelle heißt es, wie E und E. Das wär's erstmal mit dieser Folge mit dem Let's Play von Let's Play Undertale. Und falls ihr immer noch nicht wisst, was für eine Anspielung das ist, ich werde es ans Ende dieser Folge schneiden. Yay! Denke ich. Genau. Aber vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren und eine Bewertung dazulassen. Hilft uns sehr aus. Danke an alle, die zugeguckt haben und hier das durchgestanden haben. Trotz aller Gesangseinlagen, trotz aller komischen Stimmen. Trotz unserem Hin- und Her-Gerenne und wahrscheinlich dem Computerangeschreie. Aber anders ging's halt einfach nicht. Undertale halt. Genau. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Und an der Stelle heißt es wie E&E. Tschüss, bis dann. Und immer schön determined bleiben. So sieht's mal aus.